Frau Kemp, die digitale Transformation zum Smart Hospital, ist das der Weg für einen integrierten Gesundheitsdienstleister, zum Beispiel Visana? Ist das der Weg zum integrierten Gesundheitsdienstleister? Ich würde sagen, es ist ein Baustein, der die Straße dahin pflastert. Am Ende des Tages ist die Frage, wie wollen wir in Zukunft modern arbeiten? Und was ist der integrierte Gesundheitsdienstleister? Sana stellt sich ja nun auch der Herausforderung, dass wir einfach nicht nur Krankenhaus und akut stationär behandeln, sondern dass wir viel früher anfangen in der Prävention und den Patienten als Kunden betrachten und den natürlich dann auch als integrierte Leistung innerhalb des seiner Gefüges gerne als Kunden auch weiter behandeln. Ob es dann zu akut stationär geht, ob es zu elektiven Leistungen geht und das sowohl ambulant wie Krankenhaus. Und integriert heißt am Ende des Tages eine Plattform zu bilden, auf der der Patient sich wie ein Kunde betreut fühlt und die Transparenz bekommt. Und wir die Möglichkeit haben, auch mit dem Patienten in eine komplett neue, moderne Interaktion einzutreten. Und wenn Sie das 360 Grad betrachten, dann beginnt das damit, dass sich ein Patient registrieren kann, dass ein Patient online seine Daten verfügbar macht mit Zustimmung, dass wir dann am Ende des Tages diese Daten anreichern mit den Behandlungsszenarien innerhalb des Hauses, die dann dem Patient wieder zur Verfügung stehen, die er dann intersektoral auch gerne weiter benutzen kann. Und das würde ich mal bezeichnen als das Smart Hospital, als ein Baustein, als integrierter Gesundheitsdienstleister. Wo würden Sie denn in Orientierungspunkte sehen zum Thema integrierte Gesundheitsdienstleister, aber auch eben mit Blick auf Patienten, wie Sie es gerade geschildert haben? Also das ist eine extrem schwierige, aber auch wahnsinnig wichtige Frage. Orientierungspunkte ist, wenn Sie sich heute so ein bisschen mal den Vergleich der IT-Landschaft anschauen, wie Sie sie in Krankenhäusern oder in Klinikketten wie bei uns vorfinden, da muss man leider sagen, im Vergleich zu anderen Industrien sind wir da durchaus mal zwischen 20 und 30 Jahren hinterher. Und das ist der Orientierungspunkt, an dem wir anfangen müssen. Wir müssen einfach erstmal die Basis so renovieren und innovieren, dass wir in der Lage sind, darüber ein Smart Hospital oder auch als integrierter Gesundheitsdienstleister Techniken und Digitales zur Verfügung zu stellen, um das zu ermöglichen. Wenn Sie heute sich mal konkret so eine Landschaft anschauen, das sind viele, viele kleine Silos, die nebeneinander herarbeiten, aber nichts miteinander zu tun haben. Und auf welchen Schultern wird diese furchtbare Silo-Komplexität ausgetragen? Auf den Menschen, die in den Häusern, in den Praxen, in den Ambulanzen sitzen und sowieso schon über alle Maßen in Teilen nicht überfordert, überbelastet sind. Und da müssen wir anfangen. Und das ist einer der Orientierungspunkte. Also Sie müssen erstmal die sogenannten Backbones schaffen, die Backend-Systeme so modernisieren, dass Sie sie dann als einen Orientierungspunkt haben, auf dem Sie neu, modern aufsetzen können. Für diesen Weg sind Sie ja als Chief Transformation Officer bei Sana angetreten. Wie sehen Sie sich denn da in Ihrer Rolle? Sind Sie Katalysator, also jemand, der verschiedene Dinge zusammenbringt und auch anstößt? Oder wo wollen Sie den Schub hinlenken? Ja, also ich würde sagen, als Katalysator, das ist eine Facette. Die andere ist sicherlich Anreize geben, anders zu denken, und dann auch Möglichkeiten zu haben über einen, und wir reden über integriert, und dann müssen wir auch mal darüber nachdenken, wie unterschiedlich Fachbereiche in den Krankenhäusern organisiert sind, wie einzelne Abläufe anders aussehen, aber als Transformationsofficer gehört zum Beispiel eine gehörige Portion Change Management dazu. Das hat was mit Kulturwandel zu tun. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Art, in ein modernes Leadership zu gehen, zu tun. Aber das hat natürlich auch was mit der Art und Weise zu tun, New Work. Also wie wollen wir morgen arbeiten? Und das sind alle Aspekte, die ich unter diesem Transformationsbegriff, wie heißt das so schön, zusammenbringe, aber gar nicht selber in der eigenen Hand habe. Also für das Thema Kultur und Change haben wir eine hervorragende Chief People und Culture Managerin, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten und zum Beispiel für dieses Jahr uns mal auf die Fahne geschrieben haben, auch Workshops zum Thema Digital Mindset für unsere Kollegen bereitzustellen.
Denn was ist denn dieses Mindset oder diese Haltung? Weil jeder Einzelne kann sich einbringen und jeder Einzelne kann seine tägliche Arbeit neu denken. Und das würde ich sagen, ist sicherlich, weiß ich gar nicht, ist es Katalysator oder bin ich eher so jemand, der einfach ein Summenspiel spielt und die einzelnen kleinen Bausteine und Komponenten unter einem Dach als Transformation zusammenfügt? Die Komponenten unter einem Dach zusammenbringen, das hört sich sehr gut an, ist sicher nicht ganz so einfach. Thema Integration, wie wollen Sie die Integration vorantreiben? Unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Personen, unterschiedliche Interessenslagen. Wie wollen Sie vorgehen, Frau Kemp? Das ist Allerwichtigste, finde ich, ist ein Thema, das uns allen irgendwo vielleicht so gerade im Gesundheitssystem und in unserer Arbeit noch nicht so präsent ist. Wir sollten uns einmal gesamtheitlichen Prozess anschauen. Und wenn ich einen Prozess mir anschaue, dann kann ich ganz oft sehen, ich habe viele Bereiche, die alle am Ende auf ein Ergebnis arbeiten. Und da ist es doch einfach wichtig zu verstehen, wie diese Komponenten in der Zulieferung, in der Abnahme wirken. Und natürlich jeder mit seinem eigenen Bedarf hinten drin. Und das sind die Themen, die wir neu denken. Also mal einfach eine Prozessmodellierung voraussetzen, die Dinge transparent machen. Aber wichtig ist, glaube ich, so wie für viele andere Unternehmen auch, wir müssen uns mal, wir hatten gestern Abend eine sehr spannende Diskussion und jemand hat den Satz geprägt, alle auf dem gleichen dicken Ast zu sitzen. Mhm. Und dann habe ich ein Bild im Kopf und das ist eben wirklich der dicke Baumast und da sitzen kleine unterschiedliche bunte Vögel drauf. Aber die sitzen alle auf diesem dicken Ast und ich glaube, dieses Bild ist super schön, das zu übertragen, wie du unterschiedliche Bedarfe, unterschiedliche Fachbereiche am Ende auf diesem einen dicken Ast, also auf die einen dicken Architektur sauber integrieren kannst. Und da muss man sich überlegen, was man immer weiter in diesen Ast hinein definiert oder wo man wirklich flexibler sagt, na, ich integriere es eher kurzfristig. Und dann müssen unsere Interessen wahrgenommen werden. Und das eine ist ganz sicher, wir brauchen eine moderne Workflow-Engine, wo wir auch individuelle Prozesse abbilden, aber trotzdem alle auf das große Ganze einzahlen. Und am Ende brauchen wir ein vernünftiges Datenökosystem. Ohne das, was wir in Zukunft mit Daten machen können, aus Daten erkennen und Daten zurückspielen, nehmen wir das Beispiel künstliche Intelligenz, werden wir überhaupt keine Zukunft mehr generieren können. Das ist ein etwas technischer Aspekt. Jetzt möchte ich mal zurück zu dem Stichwort Mindset kommen. Wie wollen Sie denn all die vielen kleinen Bewohner dieses dicken Astes ins Boot holen, alle zusammen? Wie wollen Sie denn Mindset ausrichten? Ich vergleiche es wieder mit anderen Industrien. Schöne Frage. Also als ich in der vorherigen Industrie in der Energie gearbeitet habe, dann haben wir SAP-Instanzen abgebaut und SAP standardisiert, haben immer alle geschrien, oh nein, 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 wir wollen das nicht und in der Komfortzone und da wollen wir raus. Wenn Sie heute mal mit offenen Augen durch ein Krankenhaus laufen oder durch eine Ambulanzstruktur, dann ist die erste Frage, wie fühlt sich der Patient eigentlich? Und ganz oft ist es so, und das ist ja nun einer der Spieler auf dem Feld, dass ich selber ja durch die letzten 2,5 Jahre 2-mal im Krankenhaus lag und man mir doch immer wieder das Gefühl gegeben hat, eigentlich bist du als Patient ein Störfaktor. Also dieses Umdrehen von Customer Centricity, ne, da reden wir seit Jahren, ja, oder User-Centric, wenn man das so nennen mag. So, und jetzt gehen Sie in die nächste Perspektive, Pflegefachkraft. Die wollen doch alle anders arbeiten. Da ist es ja nicht so, dass die sich wehren. Natürlich haben die auch Ängste, ganz sicher. Aber wenn man denen moderne Werkzeuge an die Hand gibt, was sie heute jeden Tag zu Hause nutzen, ich sag mal, ob es ein Google Maps ist, ja, oder ob es ein smartes Endgerät ist, und diese Techniken heute gar nicht da sind, dann haben sie eigentlich eine extrem hohe Bereitwilligkeit zu sagen, ja, wir wollen diese Veränderung. Das ist eine andere Ausgangssituation, als wenn ich nur Beharrlichkeit hätte. Hätte ich jetzt viel Beharrlichkeit, und die gibt es auch, dann müssen wir diese Menschen zusammen an einen Tisch bringen und deren Bedürfnisse erkennen. Und da gibt es einfache Prozesse, einmal zu verstehen, was braucht denn zum Beispiel ein Chefarzt oder ein Oberarzt in einer spezifischen Fach, in einem spezifischen Fachbereich. Und auch dazu gibt es heute Lösungen. Mhm. Also jeder aus der 360-Grad-Betrachtung, der affected ist, also betroffen sein wird, der muss logischerweise eine wichtige Rolle einnehmen und seine Bedürfnisse müssen gehört und aufgenommen werden. Und dann aber auch trotzdem muss jemand moderieren können, dass wir das große Ganze gemeinsam denken. Mhm. Nur so können Sie Schwarmintelligenz am Ende des Tages nutzen,
die uns alle ein Stück weiterbringt. Und zwar nicht nur, ich sage immer, von oben gedacht und dann runtergedrückt, sondern von unten eigentlich entwickelt und dann im Prinzip in die Breite getragen. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir gehen. Ist das vielleicht Ihr Motto, Frau Kemp, Schwarmintelligenz zu verbreitern, zu verstärken und da mitzuschwimmen? Oder wie würde Ihr Motto lauten? Also mein Motto ist, glaube ich, relativ klar. Sie können heute 3 Themen nehmen und vielleicht nochmal zusammengefasst, was wirklich drückt in Deutschland. Das ist Infrastruktur. Ich glaube, das erleben wir gerade jeden Tag in der Mobilität. Das zweite Thema ist Bildung, das dritte ist Gesundheitssystem. Mein Motto lautet, nicht mehr an der Seitenlinie stehen und schreien, sondern aufs Spielfeld gehen, mitspielen und sehen, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Das wäre so eher mein Motto. Prima, vielen Dank, Frau Kemp.